In 3 Tagen ist schon wieder Heiligabend. Dann heißt es wieder Geschenke auspacken, lecker essen und in die Kirche gehen. Ja, in die Kirche gehen. Zumindest ist das die Vorstellung von einigen, wie ein perfekter Weihnachtsabend auszusehen hat. Also weiter geht's. Wir haben gefragt, wie sich die Gladbacher den perfekten Heiligabend vorstellen und welche Rolle die Tradition dabei noch spielt. Bevor wir aber die Christen fragen, wollten wir wissen, wie sich die Leute, die eigentlich kein Weihnachten feiern, das Fest so vorstellen. Während einige so reagiert haben, kann ich nichts dazu sagen, hatten andere schon eine klarere Vorstellung. Spekulatius, Weihnachtsbäume, Lebkuchen. Viel essen, viel trinken. Man könnte auch sagen fressen und saufen, aber möchte ich jetzt nicht sagen, das könnt ihr ja rausschneiden. Auch wenn vielen die deutsche Tradition fremd ist, akzeptieren sie sie und nehmen sogar daran teil. Diese Plätzchen, die sind lecker, muss ich sagen. Obwohl ich Moslem bin. Wir haben natürlich mit dem Christen mitgefeiert. Das finde ich sehr gut. Das gehört zu Deutschland. Kinder sehen, wir wollen aufhaben, Tannenbaum im Schumukon, wollte ein Geschenk kriegen. Frohes Fest für euch alle, ne? Jetzt wollen wir es aber wissen, und zwar von denen, die Weihnachten feiern. Was gehört zum Fronfest dazu? Mit der Familie, zusammen essen, plaudern. Halt einen Tannenbaum, ne? Wie das halt so ist. Es wird dekoriert, es wird in die Kirche gegangen mit der Familie, es wird gemeinsam gegessen. Heiligabend vielleicht so ein Christkindchenzimmer vorbereiten für die Kleinen. Nach Paris, ja. So fahre ich Weihnachten mit der Familie. Wir gehen Familie, mit der ganzen Familie in die Kirche. Kinder, Enkelkinder. Zusammen essen. Und die Bescherung gehört natürlich auch dazu. Aber welche Rolle spielt das Schenken heute? Ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen, ne, dass man nicht zu sehr in den Kommerz geht. Das stimmt schon. Ich glaube, das ist vielfältig so. Aber es ist nicht neu. Das ist schon lange so. Meiner Meinung nach, ich finde, die Leute übertreiben auch ein bisschen mit diesen Geschenken. Geschenke kann man auch geben, wenn man gar kein Weihnachten hat. Meiner Meinung nach. Ja klar, es hat nur noch Kommerz. Hat nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Liebe, Harmonie und Zuneigung. Und deshalb ist mir egal, ob irgendjemand mir was Großes schenkt oder ob mir irgendjemand gar nichts schenkt. Ich freue mich trotzdem. Wie sieht es denn nun aus mit der Tradition? Stichwort Kirche. Ja, die jungen Leute, die feiern heute nicht mehr so, wie wir das früher gemacht haben. Ne? Früher wurde gesungen und das wird heute nicht mehr. Heute guckt man Fernsehen und heute ist das Essen im Vordergrund und Fernsehen gucken und die jungen Leute gehen abends raus noch. Heiligabend. Also ich halte da nicht mehr so wirklich viel von. Wir essen zwar noch mit der Familie, aber ich denke mal, wir packen danach noch Geschenke aus und dann gehe ich feiern. Aber Kirche und so weiter nicht, nein. Nein, keine Kirche für keine uns. Keine Kirche? Mhm. Okay. Ja, man versucht einmal im Jahr dahin zu gehen. Nur weil Weihnachten ist, gehen die zur Kirche, ne? Wir kennen das so. Wir haben das von zu Hause gelernt, ja. Das gehört auf jeden Fall zu Weihnachten, ne? Dieses traditionelle Weihnachten, in die Kirche gehen. Ich würde sagen, es sehen immer weniger so. Aber die Kirchen sind Weihnachten trotzdem voll, ja. Gut, fassen wir zusammen. Kirche ist jedermanns Privatsache. Beschenken ist gut, aber es darf nicht nur ums Materielle gehen. Und am besten feiert man Weihnachten immer noch zusammen. Darauf kann man sich einigen. Vor allem, wenn in diesem Jahr die weiße Weihnacht wohl ausbleibt. Ein perfektes Weihnachten, wo ich am Strand liege, Füße im Meer baumeln, das ist für mich ein perfektes Weihnachten. Oder so, jedenfalls frohe Weihnachten.